Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zu meiner Videovorlesung Elektrische Netze. Heute geht es um Netzberechnung, Transformation über Spannungsebenen und relative Größen bei der Netzberechnung. Was lernen wir dazu kennen? Dazu lernen wir kennen, wie wir Spannungen, Ströme, Impedanzen über verschiedene Spannungsebenen transformieren und was relative Größen in dem Zusammenhang sind. Zur Netzberechnung schauen wir uns jetzt einmal einen einfachen Strahl an, bei dem aber, Achtung, anders als beim letzten Mal, ein Transformator mit eingebaut ist. Wir haben hier einmal den Leistungsflussplan, von links die Netzeinspeisung, eine Leitung 1, eine Leitung 2, den Trafo in der Mitte. Bei Leitung 1 haben wir Oberspannung, das könnte vielleicht Hoch- oder Mittelspannung sein. Auf der Leitung 2 haben wir Unterspannung, vielleicht Niederspannung oder Mittelspannung, wenn wir Hochspannung auf der anderen Seite haben. Und zwischendurch, der Trafo ist unter anderem dadurch charakterisiert durch das Spannungsübersetzungsverhältnis, nämlich dem Verhältnis aus Unter- und Oberspannung. Wenn wir das Ganze als Stromflussplan darstellen, dann ersetzen wir die einfach dargestellten Leitungen durch Impedanzen, im Zweifelsfall durch Längsimpedanzen. Das heißt, wir haben zum einen unsere Leitung auf der Niederspannung und die Impedanzen, haben wir ja schon letztes Mal kennengelernt, berechnen sich aus Widerstandsbelag mal Länge bzw. Blindwiderstandsbelag mal die Länge der Leitung auf der Niederspannungsseite. Genauso berechnen wir die Impedanzen der Leitung in der Oberspannung. Nur, dass wir jetzt hier die Länge für die entsprechende Leitung auf der Oberseite eben ansetzen. Die Impedanzen vom Transformator können Sie aus dem Kurzschlussspannungsverhältnis sowie der Nennspannung und der Nennscheinleistung ausrechnen. Das können Sie in der entsprechenden Vorlesung zum Transformator noch einmal genauer nachschauen. In unserem Fall ist Nennspannung hier die Unterspannungsseite, denn wir haben hier unsere Impedanzen auf der Unterspannungsseite des Transformators eingezeichnet. Der Transformator ist hier mit seinem Spannungsübersetzungsverhältnis wie ebenfalls dargestellt. Zum Schluss bleibt noch hier unsere Netzimpedanz oder die Kurzschlussimpedanz unseres Netzes. Auch die haben wir ja schon beim letzten Mal kennengelernt. Und da sie hier auf der Oberspannungsseite eingezeichnet ist, würden wir zunächst einmal die Kurzschlussimpedanz eben auch mit Hilfe der Oberspannung UH berechnen. Jetzt ist es aber so, wenn wir Impedanzen auf der Niederspannungsseite haben, Impedanzen auf der Hochspannungsseite haben, dann ist es natürlich schwierig, wenn wir jetzt Spannungen ausrechnen wollen oder Kurzschlussströme auf der Niederspannungsseite, eine vereinheitlichte Impedanz für den kompletten Leitungsstrang auszurechnen. Dazu empfiehlt es sich, sämtliche Komponenten auf eine, in diesem Fall die Unterspannung, zu transformieren. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wie das funktioniert, dann würde ich Ihnen empfehlen, jetzt einmal die Stopptaste zu drücken. Dann schauen Sie sich zunächst einmal nochmal das entsprechende Video an aus meinen Videos zu Grundlagen der Elektrotechnik zum Transformator, wo ich genau erläutere, was es damit auf sich hat. Gut, Sie erinnern sich? Dann können wir weitermachen. Das heißt, wenn wir also die Komponenten auf die Niederspannungsseite transformiert haben, können wir praktisch den Transformator herausnehmen, in Gedanken sozusagen ganz an den Anfang verschieben,
sodass also sämtliche Komponenten virtuell auf der Unterspannungsseite sich befinden. Alle Komponenten, die wir auf die Niederspannungsseite beziehen, bekommen jetzt hier einen zusätzlichen Index, nämlich ein kleines U mit einem Komma getrennt. Das soll darstellen, dass diese Komponenten sich alle auf die Niederspannungsseite beziehen. Nun, wie machen wir das? Ganz einfach, wir schauen uns einmal die Leitung hier auf der Oberspannungsseite an. Und wenn wir die über den Trafo hinweg auf die Unterspannungsseite transformieren, dann müssen wir sämtliche Impedanzen durch das Übertragungsverhältnis Ü zum Quadrat dividieren. Aufgepasst, bei mir ist das Übertragungsverhältnis Unterspannung durch Oberspannung. In manchen Lehrbüchern ist das auch andersrum definiert. Dann müssen Sie das eben entsprechend die Impedanzen multiplizieren mit Ü². Der Trick mit dem Übertragungsverhältnis Ü funktioniert auch für weitere Impedanzen. Zum Beispiel für die Kurzschlussimpedanz oder Netzimpedanz. Auch die teilen wir durch Ü², um sie auf die Niederspannungsseite, auf die Unterspannungsseite zu beziehen. Wir können aber auch die Kurzschlussimpedanz direkt aus der Formel ausrechnen, indem wir hier oben in die Gleichung eben dann die Spannung der Unterseite eintragen. Dann brauchen wir nicht extra den Umweg zu machen. Die Komponenten, die wir eh schon auf der Unterspannungsseite ausgerechnet haben, nämlich für die zweite Leitung sowie für den Transformator, die können wir einfach übernehmen. Und auf die Weise bekommen wir jetzt einen Netzstrang, bei dem sämtliche Impedanzen auf derselben Spannungsebene liegen. Hier können wir alle Impedanzen addieren, um beispielsweise am Ende der Leitung einen Spannungsabfall zu berechnen oder am Ende der Leitung einen Kurzschlussstrom zu berechnen. Aber aufgepasst! Wenn wir dann die Ströme und Spannungen auf der Oberseite berechnen wollen, nämlich die Spannungen und Ströme, die tatsächlich im Netz vorkommen, dann müssen wir diese wiederum mit dem Übertragungsverhältnis multiplizieren oder dividieren, je nachdem, ob es Ströme oder Spannungen sind. Also aufgepasst! Die Spannungen und Ströme auf der Oberseite müssen nachträglich nochmal zurück umgewandelt werden. Noch einfacher können wir das machen, wenn wir von vornherein relative Größen verwenden. Bei der Spannung wäre das beispielsweise die Spannung aktuell an einem Knoten dividiert durch die Nennspannung in dieser jeweiligen Spannungsebene. Dasselbige können wir auch machen mit Leistungen. Dazu definieren wir eine Referenzleistung. Die ist frei wählbar, bleibt aber dann für alle Berechnungen fest und für alle Spannungsebenen. Beispiel, wir wählen also für alle Ebenen ein MVA. Das wäre jetzt beispielsweise eine Referenzleistung, wie sie in dem bekannten Netzberechnungsprogramm PandaPower genutzt wird. Die Größen haben dann natürlich alle eine Einheit in per Unit oder auch in Prozent. Wenn wir jetzt den Strom als relative Größe nehmen wollen, dann müssen wir einen Referenzstrom definieren, auf den wir alle Ströme entsprechend beziehen. Ja, und das können wir machen, indem wir die Referenzleistung und die Nennspannung in der jeweiligen Netzebene verwenden, sodass wir dann also für den Referenzstrom Scheinleistung durch
Spannung erhalten. Und diesen Referenzstrom, den nutzen wir dann, um eben sämtliche Ströme in der jeweiligen Spannungsebene als relative Größe in per Unit oder Prozent angeben zu können. Damit können wir dann also entweder den Referenzstrom exquisit ausrechnen oder wir setzen direkt, wie in dieser Gleichung hier rechts dargestellt, die Nennspannung und die Referenzleistung in die Formel ein. Das können und müssen wir tatsächlich auch machen für Impedanzen. Wir verwenden also in so einem Fall auch relative Größen für Impedanzen und die Referenzimpedanz, die wir dann wählen, die ergibt sich ebenfalls aus Nennspannung und Referenzleistung. Es gilt dann UN² durch Referenzleistung, UN² durch SN. Und damit haben wir auch wieder eine Gleichung, mit der wir dann also sämtliche Impedanzen, Widerstände, Induktivität, also Blindwiderstände der Induktivitäten und Kapazitäten und so weiter, eben als relative Größe in per Unit oder Prozent angeben können. Wir können es auch direkt ausdrücken durch Scheinleistung und Nennspannung. Wir müssen daran denken, dass unsere relativen Größen U, S, I und Z allesamt komplexe Größen sind, wenn wir damit rechnen. Mit diesen relativen Größen können wir weiterhin so rechnen, wie das Ohmsche Gesetz uns das gelehrt hat und wie wir es gelernt haben, mit Leistungen zu rechnen. Der Vorteil von diesen relativen Größen ist, wir können die Berechnung einheitlich über verschiedene Spannungsebenen durchführen. Das heißt, wir können also, egal ob wir in der Mittel- oder Niederspannung sind, ob wir durch Trafos verknüpft sind, einheitlich unsere Netzberechnungsmethoden verwenden. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.